Schleifrollen-Abrollgerät. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Ist auch gar nicht so lange her, da habe ich hier diesen Schleifrollenhalter gebaut. Das ist Version 1.0. Darüber habe ich leider kein Video gedreht. Aber dann habe ich hier eine Erweiterung gemacht. Das ist die Version 1.1. Davon habe ich ein Video gemacht. Das ist schon ein Weilchen her. Aber jetzt brauche ich was ganz anderes. Für mich macht es viel mehr Sinn, wenn ich meine Schleifbänder hier in der Ecke habe, wo auch meine Hobelbank ist und mein Werkzeug ist. Und dann habe ich eigentlich nur noch diese Wand, wo ich das hinmachen kann. Das heißt, ich muss das hier vertikal machen. Außerdem brauche ich hier nicht 7 verschiedene Schleifpapierrollen. Mir reichen 4 Körnungen aus. Ist ja nicht so, dass wir hier ohne Plan arbeiten. So soll das Ganze nachher aussehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe mir hier so einen Aufriss gemacht, 1x1. Und zwar soll nachher die Schleifrolle hier so lang an der Stange und dann in diese Kuhle runterfallen. Ich habe mir gedacht, ich mache mir eine Schablone aus MDF, weil ich will das mit der Fräse nachher ausfräsen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme oder ob es klappt. Bevor ich das jetzt hier an meinem Multiplex ausprobiere, mache ich das hier an so einem Reststück erstmal. Da, mit MDF sieht die Werkstatt immer aus wie Sau. Ich habe das hier schon mal ausprobiert. Das passt hier wunderbar rein. Und dann würde ich sagen, kann ich die Seitenteile jetzt alle fräsen. Ich weiß, ich habe ein Staubproblem, das heißt, ich soll meinen Staubsauger anschließen. Ich habe hier auch so einen Adapter. Mein Problem ist aber, dass die Schrauben hierfür genau mit dem Anlaufring übereinkommen. Also entweder kann ich den Anlaufring montieren oder den Staubsaugding hier. Beides ging nicht. Oder vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich erstmal klar Schiff. Hier ist ja alles voller Staub. So, schon viel besser. Dann schneide ich jetzt die Bögen zu. Ich habe hier so ganz normale Sägeblätter von der Pucksäge und die möchte ich hier vorne so als Abreißkante einfälzen. Und das mache ich jetzt. Ich habe mir erst überlegt, das Ganze zu schrauben, aber ihr kennt mich ja, ne? Also ich mache das schon mit Lamellus. Ich habe mir hier so Klötzchen gemacht, die möchte ich gleich hier noch so festmachen. Und zwar, damit ich hier ein bisschen mehr Breite habe, dann kann ich da gut die Beschriftung drauf machen. Was für ein Schleifpapier da drin ist, welche Körnung das hat. Kleidung machen, aber ich habe zu wenig Material. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal los und hole mir Material. Nee, erst den Pinsel sauber machen. Und dann sehen wir uns gleich. So, der Lack ist trocken, jetzt verleime ich das. Die Außenverkleidung. Die habe ich mir schon mal zugeschnitten. Warum mache ich eine Außenverkleidung? Ja, ich finde das einfach schöner. Und zweitens, ich habe mir eine neue Kreissäge und dann dachte ich, ich probiere mal aus, wie genau die ist.
Weil so muss ich ja ringsrum 1 mm genau arbeiten. Und dann wollen wir mal gucken, ob das auch klappt. Ja. Silber nicht. So, der Lack ist trocken, der Leim ist trocken. Ich würde mal sagen, alles ist trocken, nur draußen ist es am Regnen. Das heißt, wir können das jetzt hier weiter zusammen verleimen und verbauen, zusammenbauen, verbauen. Mittlerweile trocken. Ich habe das hier aus dem Leim genommen. Das System Corpus und Corpus hat wunderbar funktioniert. Nur mit der Lackoberfläche. Da habe ich ein bisschen geschludert. Das habe ich schon mal besser hinbekommen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur für die Werkstatt. Und ich würde sagen, ich mache dann hier mit den Abreißkanten weiter. Also ich hatte eigentlich überlegt, dass ich hier dieses Sägeblatt mit der Flex abschneide. Und dann ist mir aber per Zufall hier diese Blechschere begegnet. Und das geht wunderbar damit. Ich muss das nur gerade machen. Und dann kommt das so hier rein. Ich werde diese Blätter auf jeden Fall aufkleben. Dafür habe ich doppelseitiges Klebeband. Und zwar das hier, Industriequalität. Und wenn ich jetzt den Anfang finde, ich... Die habe ich mir hier schon zugeschnitten und dann kommen die hier so rein. Ja, ist doch super geworden. Jetzt habe ich direkt meine Schleifpapiere an meinem Arbeitsbereich, da brauche ich nicht immer durch die ganze Werkstatt hier laufen. Und lässt sich super abreißen, was will man mehr? Ja, hier an der Seite kann ich sogar noch was dran beppen, wenn ich Lust habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, hier unten ist der Abo-Button. Auf Wiedersehen. Tschüss.